Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Ambitions hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden heute gucken, dass wir Wurmi weiter hochkriegen und dass wir das Lager ein bisschen erhöhen. Ansonsten, ja, freue ich mich natürlich, wenn ihr dabei seid und ich sag mal, nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So Leute, sehr schön. Wir werden jetzt erstmal zum Wurmi fahren. Das möchte ich auf jeden Fall mal machen. Ich möchte mal gucken, wie es da jetzt aktuell aussieht. Hier in unserem Wurmi, hier steht auch noch eine Palette mit 4 Lagerregalen. Die müsst ihr noch dementsprechend einräumen. Hier sieht es auch ganz schön dreckig aus. Da müssen wir auf jeden Fall mal sauber machen. 4 Lagerregale, ne? Ich weiß nicht gar nicht, ob wir die überhaupt noch hier unterkriegen. Werden wir mal gucken müssen, ne? Aber ich wollte die. Hallo? Ich wollte die Sackkarre mitnehmen. Sackkarre, hallo. Danke. Geht doch. Dann ab wieder rein ins Wurmi. Dann stellen wir jetzt erstmal die 4 Lagerregale auf hier, ne? Ich meine, wir haben 6 Produkte. Das ist dann ganz schön heftig, ne? Mit 6 Produkten ist das ganz schön heftig hier. Wo ist die Sackkarre? Ach da. Gefunden. Gefunden. Alter Falter. Na gut. Ja, die Lagerregale stellen wir auf jeden Fall hier auf. Ich habe jetzt eigentlich gerne vor, hier in Richtung des Bücherlands noch weiter zu gehen. Und zumindest 24/7 zu öffnen. Wir haben im Bitsman, können wir gucken, Wurmi. Da haben wir im Zeitplan eine Reinigungskraft morgens von 9 bis 11. So dreckig, wie es gerade ist, wird das wahrscheinlich nicht reichen, ne? Und das wird wahrscheinlich nicht reichen, Leute. Ich gucke mal gerade, ob wir Nachrichten haben vom Krankenversicherungsmanager. Nee, haben wir nicht. Das wird wahrscheinlich noch kommen, die Tage. Ich würde aber auf jeden Fall hier... mit Äpfeln. Moment, nee. Inventaranzeigen, das ist nur das hier. Warehouse 4, er hat kein Inventar. Hier, da haben wir die Dings, ne? Die Bücher. Im Warehouse 1, ne? Ist das? Ich glaube, das ist das Warehouse 1. Genau, Warehouse 1 haben wir die ganzen Bücher. Ich würde gucken, dass wir auf jeden Fall Warehouse 1 Wurmi, dass wir die Bücher erhöhen. Ich meine, wie viel Kapazität haben wir hier? 60, ne? Wir haben 2-mal jedes, also 120, also sollten wir mindestens, würde ich sagen, auf 200 gehen, ne? Mindestens auf 200, wenn nicht sogar auf 300. Ich würde gerne auf 300 gehen. Oder machen wir erstmal 250 pro Buch, ne? Machen wir erstmal 250. Dass wir genügend auch da haben. Dann gehen wir auf 3000 Papiertüten. Das sollte definitiv erstmal reichen für ein paar Tage. Und dann werden wir den Einkäufer Seaside
Lily Cook. Lily Cook ist das, okay. Wir haben dementsprechend 500. Bestellung stornieren, gehen wir höher, gehen wir auf 700, aber 800, gehen wir auf 700 erstmal. Damit wir hier mehr im Warenhaus haben, ne, im Lager. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Okay, gut, dann haben wir das schon mal gemacht. Dann sollte morgen der Vorrat nicht mehr ganz ausgehen. Obst ist vorübergehend geschlossen. Warum ist Obst vorübergehend geschlossen? Weil keine Produkte da oder was? Wir müssen mal zum Obst. Ein Taxi. Ich brauche ein Taxi. Wo ist das Taxi? Taxi, hallo? Hallo Taxi, da ist eins. Ich muss mal zum Obsti. Obsti ist unser Obst- und Gemüseladen hier vorne. Wie sieht es mit Einzelhandel aus? Ansonsten, okay. Da wären noch zwei frei. Aber hier in der Nähe ist jetzt erstmal nichts frei, ne? Ne, okay. Einmal zum Obst fahren, bitte. Danke sehr. Jetzt gucken wir mal hier. Wir haben, Moment, wo haben wir jetzt das Problem, dass Obst jetzt geschlossen ist? Wir haben im Warehouse, habe ich da gesehen, haben wir schon das hier, ne? Haben wir einen Fahrer? Wir haben keinen Fahrer. Ah, wir haben keinen Fahrer, Auslieferungsfahrer. Dann wirst. Ich glaube, ich weiß, wo das. Okay, ich erinnere mich. Auslieferungsfahrer. Warehouse 4 ist der, glaube ich. Dienstplan verwalten. Die Fähigkeiten des Fahrers genügen nicht für dieses Fahrzeug. Okay, ja, gut. Das ist natürlich das Problem. Das heißt, wir. Okay. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall nochmal schulen. Für $248 einen Tag. Na gut. Gut, das geht sonst noch nicht, ne? Das geht dann noch nicht. Okay. Aber soweit sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Wie sieht es hier vorne aus bei unserem Friese? Green Salab, Schnellrestaurant, okay. Wie sieht es hier aus? 2,4 Millionen, geschätzter Wert. 80% Customer Service. Okay. Wir müssen echt gucken, dass wir hier besser werden. Ich meine, im Economy View sehen wir ja, dass Friese definitiv Minus macht aktuell. Was ich schade finde. Und nicht nur gerade wenig, ne, sondern relativ viel sogar. Wir haben echt Probleme mit dem Friese gerade, ne? Wir gehen auf 11,70 und hier gehen wir auf Gebühr für Haarchemikalien, Farben. Gehen wir auf 141 runter. Das ist wirklich der niedrigste Marktpreis wohl, scheinbar. Und da müssen wir gucken, dass wir dementsprechend wohl auch drunter bleiben, ne? Das ist heftig. Wie sieht's sonst aus? Billbone. Macht minus $84. Okay. Bedeutet aber, müssen wir hier gucken. Getränkedosen 3,10.
haben wir aktuell. Niedrigster Marktpreis ist 3 Dollar. Okay. Das heißt, wir müssen echt gucken, wie wir das am besten angehen. Ne? Hier müssen wir vielleicht länger geöffnet haben. Das heißt, Moment, die Reinigungskraft ist Vollzeit. Ne? Die muss dementsprechend mindestens 30 Stunden machen. Wie viel macht die? Vollzeit, Vollzeit. Das ist das Problem, dass wir hier drei Vollzeitkräfte haben, ne? Die müssen 35 Stunden pro Woche arbeiten. Das ist kritisch. Ich glaube, das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Meint die, der arbeitet 49 Stunden die Woche, 49 Stunden die Woche und der ist Teilzeit mit 28 Stunden die Woche. Das passt auch, ne? Und der, Moment, der ist gar nicht, der ist Teilzeit. Der arbeitet 49 Stunden die Woche, ach du Schande. Okay, dann muss, der muss runter, definitiv, ne? Der muss definitiv runter. Das heißt, wir müssen... Das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns definitiv nicht leisten. Ne? Billboen. Lass uns mal gucken gehen. Hier brauchen wir definitiv die anderen Geschenke noch, ne? Moment, was verkaufen wir im Billboen? Im Billboen verkaufen wir aktuell. Bier, Getränkedosen. Günstiges Geschenk, das teure Geschenk können wir noch dazu nehmen. Lieferungen. Eintrag hinzufügen. Teures Geschenk, ne? Genau. Davon bestellen wir direkt mal was. Und zwar für, was haben wir morgen? Freitag, ne? Morgen haben wir Freitag. Bestellen wir da bitte mal zwei Kartons von. Dann gucken wir mal, was wir noch auf Lager haben. Getränkedosen bestellen wir auf jeden Fall nochmal. Zwei, drei Kartons, Getränkedosen. Papiertüten reichen erstmal. Günstiges Geschenk würde ich auch nochmal ein paar besorgen. Donuts lassen wir auslaufen, genauso wie Bier ich auslaufen würde. Ich würde dann eher auf Weinflaschen gehen. Zigarren müssen wir auslaufen lassen. Ich würde, das ist ein Geschenkladen, ne? Ich würde gerne. Dafür haben wir auch die Aufsteller hier im Prinzip. Da können wir nämlich auch preiswerte und teure Blumen mit reinpacken. Genau, das will ich nämlich auch machen. Weil Blumen versteckt man ja auch in dem Sinne irgendwo. Und dementsprechend will ich auch irgendwo auch dementsprechend die Blumen mit anbieten, ne? Freitag, Eintrag hinzufügen, Preis für die Blumen, zwei Kartons und teure Blumen. Teure Blumen auch. Machen wir vier Kartons. Fünf Kartons, vier Kartons, vier Kartons.
Genau, das würde ich zumindest so erstmal machen. Schauen wir mal. Das müssen wir auf jeden Fall auch automatisieren auf Dauer, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen hier Personal, um den Laden länger offen zu haben, ne? Am besten preiswertes Personal. Headhunter? Ja, wir suchen mal über den Headhunter mal. Obwohl bei den Konkurrenten haben wir direkt ausgebildete Leute, ne? Das ist auch nicht gerade schlecht. Wohn Sladeshek. Mitarbeiter. 77%. Maim Gustafsson. Wie wär's? Wir versuchen mal zu handeln. Genau. Wie denn? Dass Sie mich für die offene Stelle in Betracht ziehen. Lassen Sie uns über die Vergütung für diesen Job sprechen. 39,14 Dollar. Handeln wir mal. Ich hätte gerne auf 29 Dollar. 29 Dollar, dafür kriegst du aber 10.000 an Unterzeichnungsbonus. Boah, 44 Dollar. Nee, danke. Wie wäre es mit 32 Dollar? Mit 5, 12.000? Dreißig, 80. Nee. $33 für 13.000 Unterzeichnungsbonus. Ja, perfekt. Das ist perfekt. Okay, dann haben wir den Mitarbeiter. Uniform zuweisen. Und dementsprechend wird er auch dem Bilbon jetzt zugewiesen. Wo ist Bilbon? Bilbon. Bilbon. Da, genau. Und dann haben wir den Herrn auch da. Vollzeit. Teilzeit, Vollzeit, Teilzeit. Okay, das passt. Dann werdet ihr ein bisschen auseinandergezogen als Reinigungskräfte. Das ist in Ordnung. Ich würde aber gucken, dass wir definitiv hier Teilzeitkräfte reinkriegen. Das ist sonst zu teuer, ne? Ich glaube, das ist uns sonst zu teuer, ja. Aber gut. So passt es erstmal. Jetzt hat der Kollege hier natürlich im Sladeshek natürlich einen Mitarbeiter weniger. Statt 70% nur noch 47% Service. Ist gut. Ist gut. Das heißt, der Laden wird auch noch wohl preiswerter werden. Müssen wir mal in den nächsten Folgen schauen. In dem Sinne danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid und sag einmal. Bis dahin, Servus und Tschüss.